hält, dass sie es so sehen. Und dass man es auch wirklich daran setzt, den Erwartungen gerecht zu werden. Dann gehen wir mit denen mal nach oben. Weitere Engli kaufen. Ne, warte mal. Der Typ müsste ja eigentlich sich auch noch trainieren. Ah, verdammt, stimmt hier. Der könnte ja auch noch hoch. Ja, das sollte passen. So, was nehmen wir? Einen Eisstrahl, Blitzstrahl. Zack, weg damit. Ich werde nach dieser Mission, die jetzt wahrscheinlich in der nächsten Viertelstunde zu Ende ist, dann auch erstmal eine kleine Pause einlegen. Da knurrt nämlich der Magen extremst. Und dann auch erstmal was zu mir nehmen. So, haben wir den Eingang auch mal gesichert. Ich glaube, wir haben das Spiel gleich schon fertig. Also die Mission. Das darf, glaube ich, wirklich nicht mehr lange dauern. Vielleicht habe ich mich jetzt ein klein wenig überschätzt. Wenn alles auf die Enge geht, dann haut das schon ein bisschen rein. Vor allen Dingen, wenn die Enge nicht zuerst dran sind. Nehmen wir erstmal ein Schutzschild. Und hauen die Manticorn weg. Oh, es hat noch kein einziger es auf den Friedhof geschafft. Ich bin begeistert. Die haben sogar noch ein bisschen was. Wen nehme ich jetzt weg? Von den vielen sollte ich wegnehmen, ja. Ja, einen hat es zerlegt. Ich glaube, mehr wird es auch nicht. Aber es ist rein mit Engeln geschafft. Geil. Oh, okay, doch, noch einen zweiten zerlegt. Schade. Och, verdammt, jetzt habe ich nur hinbewegt. Schäm dich. Jetzt hat sogar noch einen dritten erwischt. Und einen vierten. Verdammt! Schuppen des Riesenbasilisken erhalten. Sehr schön, einfaches Glück. Her damit. Bogenschießen. Der könnte da unten noch Erfahrung holen. Ich glaube, ich sitze das jetzt so ein bisschen aus, bis ich wenigstens meine Charaktere da noch gelevelt habe. Er hat einen Zombie. Geil. Im Prinzip ist es jetzt wirklich ja nur noch dieser eine Gegner. Den haben wir sehr, sehr schnell platt gemacht. Mal schauen, ob ich mit denen da irgendwo noch Erfahrung herkriege. Hier oben gab es keine, schade. Hier einmal noch 1000. Da drüben nochmal 1000.
sehr schön. Verbesserte Logistik, dann... rechts ist unsere, die angreift. Dann tauschen wir doch mal das Quad. Dann ist sie jetzt nicht mehr diejenige, die angreift. Ah, sie kann auch die Engelsflügel abgeben, genau. Sie kann zurückgehen, die Engelsflügel abgeben. Und dieser hier bleibt jetzt da vorne stehen. Und lässt keinen vorbei. Zehn Engel haben wir für das Artefakt bekommen. Holy... Das war auch nochmal 1000. Und mit ihm zu den letzten 1000. Ich ziehe es jetzt noch ein klein bisschen in die Länge. Naja, Twitch ist ja nicht so schlecht, muss ich sagen, aber... Ja, in großen Zeiten, da können halt die Server auch mal zusammenbrechen. So, der andere muss jetzt noch einmal rum. Dann hat er die ganzen Erfahrungspunkte eingesackt. Ich glaube, sie hatte auch noch nicht alles. So, okay, sie hat mehr als genug Erfahrung. Traden. Wunderbar. Als ob die noch eine Chance gegen uns hätten. Ah, mir geht es nur noch darum, möglichst viel Erfahrung zu holen fürs nächste Level mit den Helden. Und vor allen Dingen, wenn ich mir gerade überlege, dass man bis zu 8 Helden bis zu Level bla machen kann. Wie soll das gehen? Dafür sind die Karten meiner Meinung nach jetzt doch nicht groß genug. So, der hatte jetzt alles, dann greifen wir an. So, dann gibt's jetzt erstmal... Ich habe keinen Segen mit ihr, verdammt. Nur mit ihm. Erstmal die Goblins weg. So. Dann fliegen wir rüber. 42 Engel haben wir. Wow. Okay. Das können sie nicht überleben. Und da es der letzte Gegner ist, wird er wohl kaum aufgeben. Thank you.
nicht schlecht. So viel Fuse hätte ich gerne mal. Das wäre ein hehres Ziel. Und Entschlag. Mit 0 Engelverlusten. So muss das. Meisterhafte Bogenschießen. Braun ist bezwungen. Glückwunsch, also, eure Feinde sind besiegt. Der Sieg ist euer. New Game 2. Damit. Wunderbar, gespeichert. Und es geht ins dritte. Die Greifenklippe. Aber das machen wir dann jetzt nicht. Wie gesagt, ich gehe dann jetzt auch mal erstmal was fatzen. Eine Runde. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Vielleicht mit H1Z1. Bis dann.